Ich schau meine Bilder an und sehe da im März ein Haus voller Lebendigkeit und Spielfreude, kein Scherz. Ihr seid begeistert, voll dabei, da ist richtig was los. Auf einmal brach das Ganze ab, ist das nicht kurios? Begegnung findet plötzlich nur auf Bildschirmen noch statt. Die Online-Schule und der Stress zu Hause macht euch platt. Doch trotzdem ist nicht alles aus, wir bleiben mutig dran. Wir sitzen in den Startlöchern und fangen wieder an. Gott gab uns nicht, wie er selbst spricht, einen verzagten Geist mit viel Frust. Er macht uns Mut und das tut gut, mit seinem Geist voll Leben und Lust. Gott gab uns nicht, wie er selbst spricht, einen verzagten Geist mit viel Frust. Er macht uns Mut und das tut gut, mit seinem Geist voll Leben und Lust. An Ostern war kein Feuertanz und vieles war verstummt. Zunächst gingen wir gar nicht raus und dann nur noch vermummt. Wir schrieben Briefe und WhatsApps und blieben brav zu Haus. Doch traurig war vor allem dann, die Erstkommunion fiel aus. Freunde treffen, chillen, feiern, lag erst mal auf Eis. Und gerade darauf sind wir jetzt doch ganz besonders heiß. Wir sangen doch im Kanon laut, der Geist gibt uns die Kraft, dass wir die Welt verändern, was er ohne uns nicht schafft. Gott gab uns nicht, wie er selbst spricht, einen verzagten Geist mit viel Frust. Er macht uns Mut und das tut gut, mit seinem Geist voll Leben und Lust. Gott gab uns nicht, wie er selbst spricht, einen verzagten Geist mit viel Frust. Er macht uns Mut und das tut gut, mit seinem Geist voll Leben und Lust. Ich blicke in die Zukunft, keiner weiß, was da passiert. Wir träumen schon vom Wiedersehen, zumindest wird's probiert. Ich habe euch lang genug vermisst, im Herbst geht's wieder los. Wir schaffen das schon irgendwie, der Geist, der macht uns groß. Dann singen wir von Neuem mit Band und mit dem Frank. Die Hoffnung und die Zuversicht sind unser Zaubertrank. Hey, lang noch ist nicht alles aus, wir bleiben mutig dran. Wir sitzen in den Startlöchern und fangen wieder an. Gott gab uns nicht, wie er selbst spricht, einen verzagten Geist mit viel Frust. Er macht uns Mut und das tut gut, in seinem Geist voll Leben und Lust. Gott gab uns nicht, wie er selbst spricht, einen verzagten Geist mit viel Frust. Er macht uns Mut und das tut gut, mit seinem Geist voll Leben und Lust. Verzagten Geist mit viel Frust. Er macht uns Mut und das tut gut, mit seinem Geist voll Leben und Lust.